Hallo, wir sind Ronald und Andrea. Momentan befinden wir uns noch in der schönen Schweiz auf Urlaub. In den nächsten Tagen werden wir mal Chile unsere Weltreise starten. Aktuell befinden sich unsere zwei Motorräder in Valparaíso. Und jetzt hatten uns Freunde und Bekannte darauf hingewiesen, dort noch vielleicht ein Video zu machen, wie wir die Verfrachtung der Motorräder von Hamburg nach Valparaíso, also Chile, geplant haben. Das werden wir jetzt mit diesem Video tun. Wir haben also in Hamburg die Spedition In Time kontaktiert von Olaf Kleinknecht, der seit vielen Jahren schon dafür bekannt ist, Motorräder und Fahrzeuge weltweit zu verschiffen oder auch generell zu verfrachten. Den hatten wir im März kontaktiert und hatten um ein Angebot gebeten für einen Sammelcontainertransport unserer Motorräder von Hamburg nach Valparaíso. Die Anfrage lautete also, wir möchten im Oktober in Valparaíso losfahren. Wann müssen wir denn den Container oder den Sammelcontainertransport bei ihm buchen und wie sind so die Ablaufschritte? Und wir haben im März angefragt, hatten eine Woche später einen Speditionsvertrag bekommen. Die Konditionen sind folgende, mindestens im Jahre 2023. Kostet pro Motorrad 1.350 Euro bis zu einer Breite von 90 cm. Und bei einer größeren Breite kostet es pro 10 cm 110 Euro Aufpreis. Nach Unterschrift auf dem Speditionsvertrag haben wir dann im Juli, das heißt ungefähr 4 bis 5 Wochen vor Abfahrt des Schiffes, weitere Informationen bekommen über den Anlieferzeitpunkt oder den Anlieferzeitraum in Hamburg im Containerterminal bei einer Firma, die dann die Verpackung oder sagen wir, die Verfrachtung der Motorräder in den Container vornimmt und das Anlieferfenster. So, das Anlieferfenster beträgt eine Woche, Montag bis Freitags und zu den üblichen Geschäftszeiten 7 bis 14 Uhr oder 7 bis 13.30 Uhr am Freitag. Das muss man wissen, wenn man jetzt aber das Motorrad abgeben möchte und man kommt, sagen wir, aus einer weiteren Entfernung. Wir kommen ja aus dem Bereich Hamburg, wir konnten morgens vor der Arbeit die Motorräder abgeben, aber für andere Personen, die vielleicht weiter anreisen, würde es bedeuten, also mal dieses Fenster und diese Uhrzeiten in Betracht zu ziehen, um pünktlich die Motorräder abgeben zu können. Die Anlieferung stellt sich dann wie folgt dar. Man muss praktisch mit nahezu leerem Tank vorfahren. Dann wird vor Ort, oder dann macht man vor Ort, klemmt man dann die Batterie ab. So, wir sind jetzt mit dem zweiten Motorrad im Hafen zur Abgabe. Bitte? Und Ronald klemmt jetzt auch die Batterie ab, damit die Motorräder verschifft werden können. Und es müssen die Kofferschlüssel, wenn man Koffer hat, am Motorrad belassen werden. Dass nämlich, wenn die Koffer abmontiert werden müssen, aus Platzgründen, die Herrschaften im Terminal die Koffer abschrauben können. Also wenn ihr Koffer habt und habt da wertvolle Sachen drin, wäre es vielleicht anzuraten, dass ihr berücksichtigt, dass die Koffer zugänglich sein müssen und entsprechend euer Gepäck dann so gestaltet, dass vielleicht nicht unbedingt die hochwertige Kamera sich im Koffer befindet. Zur Information noch, die Sitzbank muss frei bleiben und es kann nur ein Gepäckstück oder eine Rollbag zum Beispiel auf die Sitzbank quer verstaut werden. Sollte man mehr Gepäck mitnehmen möchten, kostet es Aufpreis. War bei uns nicht der Fall, weil bei uns die Kleiderrollbacks, wo wir die Kleider transportieren, die nehmen wir mit ins Flugzeug, wenn wir nach Santiago fliegen. Nachdem das Schiff dann abgefahren ist, das war gegen Ende August, haben wir kurze Zeit später, eine Woche später, denn die Bill of Lading bekommen, also die Bill of Loading, also die Frachtpapiere. In den Frachtpapieren sieht man auch die Containernummer. Unser Motorrad oder die Motorräder wurden mit Maersk transportiert. Und wenn man auf die Webseite von Maersk geht, kann man da zum Beispiel die Containernummer eingeben und verfolgen, wo sich der Container aktuell befindet. Daher haben wir auch feststellen können, immer jederzeit, wo das Schiff ist mit den Motorrädern, und konnten verfolgen, ja, wunderbar, ist das alles, läuft alles nach Fahrplan sozusagen. In einer weiteren E-Mail von Olaf Kleinknecht haben wir dann Informationen bekommen über Hotels vor Ort oder Hotelempfehlungen von Partnern von der Firma InTime in Valparaíso, von einer Versicherungsfirma, Speiser Seguros nennt sich der Versicherungsmakler, und von einem Herrn, der heißt mit Vornamen Ronny, das ist der Handling Agent für die Spedition, der uns denn dort in Empfang nimmt. Zu beachten ist bei der Versicherung, ihr benötigt ja, wenn ihr denn die Motorräder vom Zoll abholt mit dem Ronny, eine Haftpflichtversicherung für die Motorräder, wenn ihr die nicht schon vorher habt.
müsst ihr, wie gesagt, die beantragen. Der Vorgang dauert etwas. Bei uns hat es jetzt ungefähr 4 Wochen gedauert. Die Firma Speiser Seguros. Die Antwort ist einmal etwas verzögert. Es gibt immer nur alle Woche mal eine E-Mail. Aber bisher hat es jetzt funktioniert und wir haben unsere grüne Versicherungskarte oder die Versicherungspolice bekommen. Für die Mercosur-Staaten in Südamerika kostete 50 US-Dollar. Die Banküberweisung geht dann praktisch auf eine Bank in den USA in Dollar zu Händen dieses Versicherungsmaklers in Argentinien. Kann man alles per Online-Banking durchführen, hat bei uns bisher ohne Probleme funktioniert. So, dann eine Woche bevor das Schiff angekommen ist. Das Schiff kam jetzt an Ende September, hat uns Ronny kontaktiert und hat um den Pickup-Ort und Pickup-Uhrzeit gebeten. Er hat gewisse Fenster, wo er denn die Leute mit seinem Fahrzeug abholen kann. Es geht immer nur maximal so und so viele Personen ins Fahrzeug. Und das konnten wir mit ihm per E-Mail praktisch über Nacht vereinbaren. Wir haben dann ein Hotel gebucht in Valparaíso, den Zeitpunkt mit ihm klar gemacht und schauen jetzt praktisch auf nächste Woche sozusagen, wie uns der Ronny denn am Hotel abholt und wir dann hoffentlich freudestrahlend unsere Motorräder nach 6 Wochen Abstinenz in Empfang nehmen können. Also das nächste Video, was ihr von uns sehen werdet, das ist dann aus Valparaíso. Bis dann, tschüss!